Was sind die Hauptwünsche, die wir alle in dieser Phase haben? Es sind ganz wenige. Es ist, wir wollen nicht leiden an körperlichen oder psychischen Problemen. Wir wollen eine verständnisvolle Umwelt haben, mit der wir über unsere Situation sprechen, offen sprechen können. Wie oft wird das verniedlicht oder verharmlost oder gar wir nicht imstande sind, über diese Situation zu sprechen. Und der dritte Wunsch ist, wir wollen zu Hause sterben, in unserer gewohnten Umgebung. Und wenn ich Ihnen sage, dass der erste Punkt vielleicht ansatzweise besser geworden ist, aber die Sprachlosigkeit, das nicht miteinander kommunizieren können in dieser Lebensphase, weil wir ganz einfach es nicht gelernt haben, weil der Tod und das Sterben in unserer Gesellschaft hinausgeschoben wird, nicht mehr in unserem Hause ist, sondern delegiert wird. 50% der Menschen sterben noch immer im Krankenhaus, unter Bedingungen, die ein Krankenhaus gar nicht leisten kann. Diese individuelle Betreuung, diese Betreuung, die notwendig ist, um mit großer Behutsamkeit und viel Zeitaufwand den Menschen ihren Wünschen zu entsprechen.